Hallo und herzlich willkommen auf dem Snipers YouTube-Kanal. Wie ihr wisst es bereits, mein Name ist Thorsten und heute keine GBB, sondern eine AEG. Und zwar die KM4 SR10 aus dem Hause KWA USA. Bevor wir uns die Waffe im Detail anschauen, ein paar Hintergrundinformationen für euch. KWA KSC ist nicht gleich KWA USA, denn KWA USA bietet im Gegensatz zu den vorhergenannten Herstellern einen Ersatzteilsupport, eine hohe Qualitätskontrolle sowie geringe Fertigkeitstoleranzen. Darüber hinaus werden ausschließlich die KWA USA Waffen bei der Polizeibehörde zum Beispiel in den USA als Trainingswaffe verwendet. Genug Informationen, jetzt zur Waffe. Wir fangen vorne an, arbeiten uns nach hinten durch. Die Waffe verfügt über einen etwas längeren Lauf, welcher aus Metall gefertigt ist, sowie einen entsprechenden Mündungsfeuerdämpfer. Original wird hier ein orangener Mündungsfeuerdämpfer ausgeliefert, ihr könnt ihn aber gegen den beiliegenden in Schwarz austauschen. Die Waffe verfügt über ein 10-inch langes Schienensystem, an welchem Anbauteile wie hier beispielsweise eine Akkubox oder ein Griff montiert werden können. Das Gehäuse der Waffe ist komplett aus Metall gefertigt und verfügt hier über eine sehr sauber aufgebrachte Eloxierung. Die Eloxierung schützt selbstverständlich das Gehäuse vor Korrosion und ist darüber hinaus sehr kratzbeständig. Auf dem Gehäuse sind hier sehr schön die KWA-Logos, eine fortlaufende Seriennummer, die Modellbezeichnung und das Kaliber aufgelasert. Auf dem Gehäuse bzw. Schienensystem sind hier die Visiervorrichtungen angebracht. Der Kimme und Kornträger können entfernt werden und lassen sich darüber hinaus in Höhe und Seite verstellen. Die Riemenaufnahme der Waffe ermöglicht das Anbringen von beispielsweise Einpunktgurten. Der Schaft ist in der Länge verstellbar und beherbergt gleichzeitig auch das Akkufach. Und nun zum Herzstück jeder einzelnen Airsoft-Waffe, das Innenleben. KWA USA setzt hier auf eine verbesserte 2GX-Gearbox. Das heißt, dass die Innereien bzw. die Verkabelung Hochstrom geeignet sind und dementsprechend auch 11,1 Volt LiPo-Akkus aufnehmen können. Der KWA Hightorque-Motor ermöglicht bei dieser Waffe ein sehr, sehr sattes Ansprechverhalten. Der Piston sowie Pistonhead dichten das System hervorragend ab und ermöglichen somit sehr, sehr konstante Werte. Die verstärkten Zahnräder, welche aus Metall gefertigt sind, sowie die M120-Feder ermöglichen zusammen mit dem KWA Hop-Up-System eine konstante Leistung von 1,6 Joule. Durch das Hop-Up-System ist auch eine höhere Reichweite möglich. Die Modelle von KWA sind sofort einsatzbereit. Das heißt, ihr habt eine sehr, sehr gute Präzision, eine super Reichweite sowie eine konstante und hohe Leistung von knapp 1,6 Joule. Exklusiv und aktuell nur bei uns erhältlich sind die Produkte von KWA USA. Ihr erkennt diese Produkte bei uns im Artikelbild mit der amerikanischen Flagge. Im Übrigen der nächste Schritt von KWA wird hier das ERG-System sein, das heißt eine Waffe mit elektronischem Rückstoßsystem. Hier noch ein kleiner Tipp für euch. Wir bieten die Waffe selbstverständlich in unterschiedlichen Lauflängen an, mit unterschiedlichen Handschutzoptionen sowie in zwei generellen Versionen. Das heißt, wir haben hier zum einen die Professional Line Version und die Sportsline Version. Die Sportsline Version unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten. Zum einen haben wir eine M110-Feder verbaut, die knapp 1,0 bis 1,1 Joule bringt. Darüber hinaus wurde hier ein aus Kunststoff gefertigtes Gehäuse verwendet, im Übrigen ausschließlich die untere Hälfte, was wiederum den etwas günstigeren Preis erklärt. Dieses Modell bietet vor allem für den Einsteiger eine super Alternative und die Vorzüge des KWA-Systems. Das war der kurze Überblick zu den Modellen von KWA USA. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter oder auch YouTube und könnt es natürlich auch im Onlineshop besuchen. Selbstverständlich stehen wir euch auch für eine persönliche Beratung vor Ort zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten, das sind die Modelle von KWA, bis zum nächsten Mal.